跟啊。Ja, das hat es natürlich ordnungsgemäß erfolgt. Es gab keinen Fehlstart am heutigen Morgen. Ja, das ist natürlich ein ganz schönes Feld, das sich jetzt so langsam herauswindet. Es entwindet nun unseren Blicken in einer Rechtskurve 90 Grad geht es dann auf die 12 bzw. 9 Kilometer. Und in 5 Minuten geht es dann auch gleich zum Start und zwar über... So, damit keiner verloren geht, wurde noch ein Bild schnell gemacht hier, dass man nachher, wenn die Fahndung ausgesetzt wird, nachher, dass auch alle wieder eingefangen werden. Das war wohl nur ein Spaß, meine sehr verehrten Damen. Ja, und der Startschuss ist natürlich Erfolg. Ist das jetzt die neue Art des Gehens ohne Stöcke? Das neue jetzt, ja? Also dieser Start ist vollzogen und damit sind natürlich alle Läuferinnen und Läufer der einzelnen Startebenen auf. Läufer sich in das Ziel zu bewegen. Es ist die 535. War das die 535? Hallo. Jetzt kommt die 534er. Die ist drauf hier. Thielmann, Valentin, Hermann. Die 527, 526 ist da. Also, dass sie so schnell sind. Ich möchte mich tief verneigen vor den jungen Frauen dort. Dass ich sie vollkommen hier unterschätzt hatte in den läuferischen Qualitäten. Aber da kommt schon ein 49. Das müsste ein 12er sein, ist das richtig? Teilnehmer aus dem Junior Cup, die 529, das ist Davis Ottmar. Ja, da können Sie ruhig ein bisschen mehr Beifall klatschen hier. Das haben Sie verdient, egal über welche Laufstrecke. Machen Sie sich ruhig ein bisschen warm hier. Die ist vollkommen ausgepumpt, Sie merken das richtig, sie kann keinen richtigen Sprint mehr laufen. Ach so, sie ist ja beim Walking unterwegs und da ist sie natürlich in einer anderen Schrittfrequenz. Ja, sie ist natürlich hier am Ziel und sie ist natürlich voll geschafft. Und jetzt kommt natürlich eine weitere Läuferin, die 502, die vorhin zu spät gekommen war. Beim Junior Cup ist sie dabei, die 502, Leonie Wilmer. Sie ist im Ziel und Astrid und Nadja, Astrid Ulrich und Nadja Doll, auch sie sind im Ziel und sie haben diese 3,5 Kilometer gut geschafft. Aller Bonheur natürlich vor der 502 Leonie Wollmer, die sich bereits schon über den großen Kanten 9 Kilometer gestellt hatte. Da ist sie vollkommen ausgepumpt, da muss die Mutti erst einmal die Schuhe öffnen. Bianca Imroth, auch sie ist im Ziel, 548 ist da, Franz Lehmann ist da. Die 530, jetzt geht es Schlag auf Schlag. Lennart Pohl
80, das ist ein ganz raffinierter Junge, Levin Stegemann. Und jetzt kommt Ina Schöler. Ina Schöler, sie ist im Ziel mit der 512 und sie ist, glaube ich, auch ihrer Favoritenrolle in diesem Jahr über 9 Kilometer wieder gerecht geworden. Wir gucken auf die Uhr, ja, es sind so ungefähr 40 Minuten gewesen, die sie unterwegs gewesen ist. Ein bisschen länger als im letzten Jahr, aber wir haben auch ein bisschen andere Windverhältnisse am heutigen Tag hier in Altendorf. Ja, die DFK heute war natürlich stark, saustark am heutigen Tag hier. Anders kann man das gar nicht sagen. Aber da braucht man sich nicht zu schämen. Wer an der DFK studiert, die sind natürlich auch einen Schritt schneller als die Volksläufer, die sich heute hier gestellt haben. Deshalb sind natürlich auch die zwei. Das ist Mirko Colata. Ja, Ina Schöler hat eben gerade uns gesagt, dass natürlich die Runde am Anfang sehr gegen den Wind gefahren werden musste, wie man so schön sagt im Volksmund. Und die ist gut drauf, die junge Frau hier. Das finde ich immer wieder wunderbar. Sie kommen von Lok Aschersleben und sie. Herr Klotz ist im Ziel und sie kommt weit, weit her aus Hannover, aus der Zewitzstadt. Sie ist hier heute Gast in Eickendorf beim Solvikup. Stefanie Nowak mit der 513, aber die Tochter hat sie, glaube ich, heute nicht mitgebracht. Aber die war beim letzten Cup mit dabei. Da hat sie eine fabelhafte Zeit hingelegt, die Tochter, die 13-Jährige, die Shootingstar, junge Dame. Aber die Mutti ist da. 507, die Frau, die für viel, viel Furore in den letzten Jahren im Solvikup immer wieder hier das Tempo und natürlich auch die Reihenfolge bei den Zieleinkünften mitgestalten konnte. Sie ist im Ziel. Aber alle Augen richten sich nun auf den ersten Mann. Wird es der Favorit sein? Wird es die Startnummer 129? 501 ist da, die 501 ist da. Das ist Diana Scholz. Diana Scholz. Und sie kommt aus Aschersleben. Den jungen Mann habe ich doch vorhin gerade gesehen hier beim Bambini-Lauf. Wo hat er denn seine Medaille? Na, aber Mutti, die Medaille, die trägt man. 185. Und wir haben ihn eingefangen. Es ist Stefan Otto. Über 12 Kilometer kommt vom SV Angern. Er hat heute dem Sieger des Vorjahres den Schneid abgekauft. Über 12 Kilometer. Der war nicht auf meinem Tableau. Ganz, ganz vorne. Für mich natürlich auch ein neues Gesicht. Aber 42, Jan Elling ist da. Er ist aus Eickendorf, ein Eickengewächs. Ein Eickengewächs, nicht ein Eickengewächs. Und jetzt kommt der Türjahres, aber er ist nicht der Erste, der durchs Ziel gekommen ist. Das habe ich, glaube ich, sehr ordentlich ausgedrückt hier, ohne diesen Champion vergangener Jahre zu beleidigen. Übrigens, hier sind natürlich heute zwei ganz große Läufer nicht am Start. Es fehlt natürlich der beste Läufer des Salzlandkreises Medenwald, der Doktor aus Aschersleben, persönliche Gründe. Und er kommt mit 173 durch die Klasse. Lauf von Winterbartel. Über das Alter wollen wir ja auch nicht reden. Das bleibt ganz geheim. Auf alle Fälle eine Bombenleistung im Starter. So, jetzt weg hier. Jetzt weg hier. Jetzt. 500. Ja, sie hat eine gute Schrittfrequenz. Ich glaube, das hat Laufstil gezeichnet. Die ist klasse im Rhythmus gewesen und ich denke, das braucht man über 9 Kilometer.
da kann man nicht irgendwo mitziehen, sondern da muss man seinen eigenen Stil finden, seine eigene Schrittfrequenz, auch wenn es weh tut, wenn jemand... 46 und die 537, Hagen Knief wieder und Bernd Nimmig kommt. Stefan Berger mit 161, auch er ist im Ziel. Du musst jetzt aufpassen. Jetzt komm schnell rüber, Werner Schwenke mit der Deutschlandfahne. Ja, das sieht man natürlich nur bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Das ist natürlich ein richtiger Fan von Deutschland. Werner, Dankeschön. Und die 165, Jörg Eisfeld. Und da kommt die 540. Burkhard Binder ist im Ziel und er ist ausgelaucht, aber à la Bonheur, er hat diesen Kanten hier bewältigen können. Dankeschön für alle erst einmal, die bereits im Zielraum sind. Und Heiko Schempf hier, der Tennis-Champion vom Krumpholz aus Fernburg, die 178. Cornelius Irmscher auch im Ziel. Und so langsam spulen sie sich hier in den Zielbereich hinein beim 16. Eickendorfer Feldmarklauf innerhalb des Solveig-Cups, die dritte Station. Und der Solveig-Cup insgesamt feiert in diesem Jahr sein fünfjähriges Jubiläum, das kleine Jubiläum. Da kommt er heran, da kommt Silvio Kelle, so wie ich ihn kenne, in ein volles Sprintsport. Da. Das ist Silvio Kelle. Das zeichnet diesen Mann aus. Ausgepumpt. Und da kommt die 523 herangeflogen. Silvia Heimann aus Schönebeck. Die 508. Sibylle Münster. Die kommt aus Eickendorf. Sie hat natürlich die schwarz-rot-goldenen Farben aufs Haupt gesteckt. Und sie ist jetzt hier. Die 156 kommt herangeflogen. Chris Neumann, Ahrensee. 137, 100, 157, 180. Lars Traube. Und Lars Feierabend, das ist doch nicht Feierabend, meine sehr verehrten Damen und Herren. 550 ist da. Gunter Adam. Heinz ist auch da. Die 188, Martin Rotzdecke aus Bernburg ist ebenfalls da. Das geht für den Sprecher viel zu schnell, obwohl ich schon relativ schnell spreche. Wer ist da? Chris Mellmann. Die 536, Peter Schrader. Ja, aber er hat immer noch ein Lächeln auf den Lippen, vor allen Dingen, er winkt noch ein bisschen und das zeichnet die Läufe aus. Die sind noch nicht am Limit, 189. Ingolf Bohne, 167, Emmenroth. Ach nein, 67. Ingo Launhammer. Ja, und die 195 ist da. Lutz Messerschmidt, die 169. Ingo Ulrich. Und die 503. Petra Götze. Danke dir. Meine Frau. Ein weiterer Läufer, die 191. Niklas Seer. Ja, der Zielraum, der erfüllt sich so langsam. Es ist natürlich noch einiges unterwegs. Es kommt die 187.
Das ist Matthias Dubrotz. Peter Girsch, die 521. Dennis Biskula, Axel Peters, Udo Danell und Werner Schwenke, er führt ihn hinein ins Ziel mit der Deutschlandfahne. Hoffentlich ein gutes Omen für das weitere Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft. Auf die 172 ist da. Mario Gagelmann ist da. Auch er hat diesen Kanten über 12 Kilometer Grenzen bewältigt. 533. Olaf Mittelstädt. Ich glaube, da war schon mal da. Er führt jetzt die Frauen hier ans Ziel. Und da kann ich wieder mal die Nummer nicht erkennen. 531, 532. Anne Zeift und Christiane Ertel sind da. Und den jungen Mann, den habe ich natürlich jetzt alles ganz schlecht erkennen können. Da war die Nummer verdeckt hier. Die 184 ist ebenhalb im Ziel. Nico Finke ist im Ziel. Die 175, Carsten Olof, der Mann von der MZ aus Bernburg. Danke, Carsten. Die Schiffsbinde hinter dem Ziel abmachen, damit die wieder dementsprechend eingesammelt werden können und für einen weiteren Lauf dann auch alle wieder zur Verfügung stehen. Bitte bis im Platz machen hier, die 183, die 147 ist da. Thorsten Wolf und Olaf Waschkus, sie sind im Ziel und jetzt kommt die 511. Stefanie Kegel ist und Edgar Wiegert ist ebenfalls mit 182. Aber sie lässt sich nicht überspotten, lässt sich nicht überspotten, zieht den Sport nochmal. Aber haben Sie gesehen, haben Sie das gesehen? Das war à la Bonheur, das war ein Mann, ein Gentleman. Der nahm doch wirklich das Tempo raus und ließ die junge Frau schön an sich vorbeilaufen. Und da kommt jetzt hier Lothar Imroth, der Cheforganisator dieses Eigentorfer Laufs. Er hat gesagt, es wird heute und Fahrerstille. 148 ist im Ziel. Michael Götze. Junge Eisfeld,
Martin in der Saale, Federinnenbrand 81. Angelika Kegel mit der 509 aus Kalhöhe. Schon umgemacht. Das wird eine Spielerin. Ein Eigengewächs wächst langsam heran und sie ist heute Fan der Mannschaft. Und 59, Volker Schumann und die 150, Martin Henning. Jawohl, die laufen fast synchron durch das Ziel. Hoffentlich ist es so registriert. Sie mich gerade gerufen? Heißt nicht zufällig Klaus? Ich wollte gerade zu Ihrer Frau nämlich gehen, die sagte Klaus auf einmal. Und da wollte ich fragen, ob sie mich gerufen hat. Das ist noch so. 196, Jacqueline Messerschmidt. Was ist das für Datum? Aus Magdeburg. Und zwar Mario Anders aus Aschersleben. Hallo Frau Schumann. Auch im Ziel. Hallo, ja. Na, Chef, ich bin da. Gut. Übrigens, wir haben heute auf den Strecken 3,5 bis 12 Kilometer eine Teilnehmerzahl gehabt von 103 Läuferinnen und Läufern. War Denny Kupferschmidt aus Tangerhütte. Ja, und die 512 kommt ins Ziel. 15. Das ist Bärbel Eisfeld. Die 194 ist im Ziel und zwar Harald Lüttgemeier. Aus Giersleben, das wird eine nächste Station im Solvecup werden. Die 544, ein Vorgeschmack auf das nächste bevorstehende Rennen in Giersleben. Ja, und da kommt ein weiterer Läufer ins Ziel mit der Startnummer 168, Steffen Zöllner. Team Konrad aus Birnburg. Ja, manchmal hat man etwas Zeit, meine Gedanken weiter zu spulen, aber manchmal überschlagen sich natürlich hier die Ereignisse. Da kommen die natürlich. 60!
etwas verhalten, damit wir ihn noch hineinbekommen. Dennis Böttcher. Man weiß es nicht, ob er den auf den letzten 10 Metern noch mal gehabt hat. Aber ich glaube nicht. Die 197, der kommt so gemütlich hier ran hier. Aber der ist auch ganz nett gewesen. Der hat erst gefragt, ob hier auch wirklich das Ziel ist. Das ist eine feine Geste. Er kommt vom Radsportmuseum Kleinbühling. Aber das war nett. Das war wirklich nett. Bin ich hier richtig? Das ist heute kein Schimpfwort mehr, das ist schon eingetäuscht und so weiter. Sie können ruhig sagen heute. Nein, das dürfte höchstens der Bundespräsident sagen. Sie sind ein Arsch. Der dürfte das eventuell sagen. Alle anderen dürfen das nicht sagen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Verlauf des heutigen Tags. Genießen Sie noch das Fest hier in Eickendorf. Die Frauen werden Sie weiterhin ein bisschen hier faszinieren. Und einen schönen Abend noch. Und weiterhin alles Gute bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Deutschland wird Weltmeister, Sie können es glauben.